Fangen wir an. Ja. Fedor, Wahnsinns, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Lauf, irre, was du da ablieferst in den letzten Wochen. Was ist es? Ist es Lauf? Ist es Genie? Was unterscheidet dich von all den anderen Spielern im Moment? Schwierig zu sagen. Ich meine, da jetzt eine klare Antwort drauf zu geben. Ich denke, wenn ich eins festlegen müsste, dann ist es auf jeden Fall Lauf. Aber ich denke auch, dass ich zu den besten Spielern in den meisten Turnieren gehöre. Und dementsprechend ist natürlich der Lauf einfach wahrscheinlicher als bei anderen, aber immer noch Glück. Wo soll denn das enden eigentlich? Ich meine, jetzt bist du die Nummer 1 in GPL. GPL. Was ist das Ziel von Fedor Holz? Ja, im Pokern jetzt? Ja. Im Pokern weiß ich nicht. Ich glaube, viele Ziele gibt's, habe ich mir jetzt nicht so gesteckt. Ich meine, es gibt ein paar ganz coole Sachen, die passieren können. Ich würde mich sehr über ein Bracelet freuen. Ansonsten, ich glaube, ich habe das meiste abgehakt, was mich so richtig gereizt hat. Ich meine, Bracelet ist halt wirklich quasi ja nochmal ein bisschen was Besonderes. Momentan, ich spiele einfach gerne Poker, aber es ist natürlich schwierig, wenn es einfach weniger Sachen gibt, die einen so richtig antreiben, dann ist es natürlich auch schwieriger, sich zu motivieren, zu spielen. Also, um die Frage zu beantworten, momentan relativ wenig. Aber offensichtlich spielst du lieber im Aria die High Roller, als dass du auf Bracelet-Jagd gehst. Also widerspricht sich ja das ein bisschen mit dem, dass du sagst, du quasi für die Wert Bracelet erzielst. Das ist wirklich nur, weil die das relativ gut legen von dem also ich habe immer im Rio angefangen, bin dann entweder gebastelt oder gibt an dem Tag kein Turnier. Zum Beispiel im letzten war dann halt Seniors Event oder so, dann da kann ich noch nicht mitspielen. Wollen wir über Erfolg reden? Es gibt einige Themen zum Abhandeln. Fangen wir an mit GPL. Ja. Was wäre der schwerste Gegner? Also fass mal bitte zusammen, wie die GPL für dich eigentlich so verlaufen ist, jetzt bis jetzt zu den Heads-Ups im Cube. Ja, ich meine, es ist auch wieder relativ gleiche Thematik. Also ich glaube, ich habe halt eine Edge auf die meisten Leute da und ich glaube, ich nehme das auch ein bisschen ernster als die meisten. Einfach weil für mich das nicht so relevant ist. So, wenn es halt um was geht, dann spiele ich halt richtig. So, auch wenn es um nichts geht, spiele ich richtig. Mhm. Wen hast du als schwersten Gegner empfunden von den ganzen Spielen jetzt? Ich glaube, in den Six Max war es auf jeden Fall Timex, also Matt McDonald. Einfach weil er halt, ja, was das angeht, relativ erfahren ist. Da habe ich jetzt nicht so viel, wo ich irgendwie wüsste, wie ich ihn da jetzt, was ich da jetzt gegen ihn machen soll, spiele einfach mein Game runter. Ansonsten im Heads-Up fand ich beide Gegner okay, also war jetzt nicht. Ja, es ist halt wirklich schwierig zu sagen, weil ich glaube halt, wenn man dann da halt, man verliert das erste Game und dann kriegt man das so vor sich hin und dann, ich glaube nicht, dass du Hamel zum Beispiel das jetzt so ernst genommen hat, war dann auch relativ schnell getiltet, glaube ich. Mhm. Und Sorel, ja, hat halt okay gespielt, aber ich glaube einfach, dass ich halt relativ schnell rausgekriegt habe, so wie er so drauf ist und was er so macht. Hab da meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gegen ihn gespielt. Absolut. Bin zufrieden. Aber ich meine, wenn ich da 3-0 verliere, ich meine, dann wird halt die Frage gestellt, was ist schiefgelaufen so. Ich hätte auch, keine Ahnung, weil ich trotzdem, das ist halt eben das Ding, worum, um das es für mich geht, so das Ergebnis sollte nicht so relevant sein. So, wenn ich da jetzt verliere, dann passt es. Ich habe gut gespielt und das ist, was zählt für mich. Aber du bist ja offensichtlich erfolgreich, weil die nicht nur deine Ergebnisse umwerfend sind, sondern auch, weil jeder, der sich nur ein bisschen auskennt, sagt, was Fedor spielt, ist einfach Wahnsinn. So, der Typ ist absolut irre. Kennst du eigentlich sowas wie Selbstzweifel? Ja, ich denke, ohne Selbstzweifel kommt man da nicht hin. Also, ich glaube, ist natürlich das, was einen dann emotional natürlich auch einfach ein bisschen mehr belastet als andere. Einfach, weil man sich mehr Druck macht. Ich meine, das ist ja quasi die gleiche Wurzel, ja.
Selbstzweifel und sich unter Druck setzen. Ich glaube, das ist halt so eins der sowohl meiner größten Stärken im Sinne von, was es mir gebracht hat, aber natürlich auch eine meiner größten Schwächen gewesen. Oder ist immer noch. Jetzt ist halt alles ein bisschen relaxter. Ja, immense Selbstzweifel, jedes Mal. Ich meine, als ich angefangen habe, immer wenn man halt angefangen hat, ein bisschen höher zu spielen und es lief nicht, dann kam es natürlich direkt. So sind die Leute besser und dies und das. Und ich glaube, meine Herangehensweise, da habe ich witzigerweise heute schon drüber geredet, mit einem Freund, ist halt wirklich einfach gewesen. Ich habe halt so lange die Leute analysiert und an mir gearbeitet und an dem, was ich mache, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, der ist nicht gut. Mhm. So, bis ich halt genau wusste, was der falsch ist. Mhm. Dann habe ich daraus halt so ein bisschen dieses Selbstvertrauen halt gezogen, einfach so, indem ich halt gesagt habe, okay, ich verliere zwar, aber ich weiß, dass ich besser bin als die und ich mache einfach weiter. Mhm. Und ist es heute noch immer so, dass du unter Selbstzweifel leidest? Selbstzweifel mittlerweile sind wirklich relativ ausgemerzt. Ich glaube, so vor einem Monat oder so war, glaube ich, das erste Mal, dass ich selbst gesagt habe, dass ich denke, dass ich der Beste bin. Mhm. Wo ich jemand anderem gesagt habe. Ich habe auch keinen. Früher, weiß nicht, hätte sich das ein bisschen komisch angefühlt. Momentan glaube ich es einfach. Also ich glaube einfach, ich bin der beste Turnierspieler zumindest. Dafür glaube ich aber auch, dass ich jetzt in anderen Varianten nicht so gut bin. Im Cashgame weiß ich auch, dass ich nicht der Beste bin. Mhm. Und auch zu den Besten gehöre. Ja. Ich will trotzdem noch auf die GPL reingehen. Was hat dich bei der GPL überrascht? Die Umsetzung. Also ich dachte, dass es deutlich amateurhafter wird, als das Wiederaufziehen. Das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend, finde ich. Mhm. Wie sehe denn dein Dream-Team aus, wenn du jetzt dein Team zusammensetzen könntest mit dem, was du gesehen hast bisher? Wie sehe dein Dream-Team aus? Aus den vorhandenen Spielern? Ja, schwierig, ne? Keine Ahnung. Ich mag George Danzer. Ich mag mein Team eigentlich auch. Also so, keine Ahnung, ich glaube, ich habe da jetzt keine besonderen Vorlieben. So. Ich würde halt hauptsächlich ziemlich gute Spieler picken. So. Ich finde Olivier Bousquet gut, ich finde Mike McDonald gut. So. Aber jetzt in der Liga, die so spielen, das wären so die Picks, glaube ich. Fein. MSOP, was hast du vor? Darf ich noch eine Frage zur GPL stellen? Ich würde gerne wissen, wie das Spiel im Cube war für dich. Das war geil. Das war cool. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Also wenn ich nicht so fertig gewesen wäre, weil es echt früh war und auch viel gespielt und einfach momentan die Hölle los ist, hätte mir wahrscheinlich noch einen Tag besser gefallen, weil ich dann echt irgendwann dachte, boah, 2 Stunden jetzt reicht langsam. aber hat mir richtig Spaß gemacht. Also einfach so, das ist schon echt geil, also das muss man schon sagen, so, wenn man sich jetzt da vorstellt, dass man da um wirklich viel spielt, auch so die Reads, die man da aufpickt und so, das war halt richtig krass, also ich habe da so 1-2 Hände oder so, habe ich schon sehr, sehr krass, die man so am Tisch, glaube ich, nicht aufpicken würde, einfach so, weil die Leute schon eher halt reden und halt rausgehen aus sich und so weiter. Und da kommen sie dann auch, also auch so, die meisten sind ja schon eher so selbstbewusst und denken dann so, ach, kein Problem, aber da kriegt man schon sehr, sehr viel mit. Ich habe es auch bei mir selbst gemerkt, dass ich in super vielen Situationen dann plötzlich so, klar, wenn ich eine einfache Entscheidung habe, dann kann ich halt reden, aber jetzt, wenn ich wirklich mal kurz nachdenken muss, da habe ich da gestanden und so. Also. Ich habe es sehr lustig gefunden, dass du zu Sorry gesagt hast, du kannst den Atmen hören in irgendeiner Situation. So. Ich muss das jetzt machen, weil ich konnte dich atmen hören. Ja, man hat halt den Kopfhörer drin und dann hört man halt relativ laut, was der andere so macht. Mhm. Und auch so, wenn du große Hand bist, dann kommt so der Herzschlag und so eine leichte. Das ist ganz komisch. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, euch beiden zuzuschauen. War sehr unterhaltsam. Das freut mich. Ja, wenn das wirklich, wenn das dick aufgezogen wird und vielleicht irgendwann im coolen Spot oder da jetzt in, im Wembley, da, wenn da einige Leute kommen, boah, da hatte ich schon richtig Bock drauf. Also, ja, das könnte sein.
Könntest du dir vorstellen, nächste Saison selbst ein Team zu übernehmen, wie zum Beispiel Berlin Bears, weil der beste Spieler sollte auch ein Team haben? Weil von Größem ist bis jetzt nicht sehr viel gekommen noch, also er hat nicht sehr viel gezeigt von sich noch und du nimmst ihn ja doch ernster als andere. Wäre das eine Option für dich? Nee, einfach wegen der organisatorischen Seite so. Ich finde aber zum Beispiel George Danzer den absolut klarsten Teammanager-Pick für Deutschland überhaupt. Also einen viel engagierteren und auch dazu noch guten Spieler und also der hat auch die ganzen, also der ist halt auch hinter Sachen hinten dran und hat dieses Organisationstalent und hat auch noch so Programmierer-Skills und der ist halt der perfekte Organisator für sowas und der hat auch, der macht sich auch Gedanken über Drafting und so und er kennt die Strategien und weiß, welche Leute man am besten pickt, so, das sind halt einfach, also das ist halt Welten zu Brüssel, so. Wollen wir zur WSAB kommen? Ja. Gut. WSAB, was erwartet uns von Federholz? Das Übliche. Ich werde halt jeden Tag spielen. Und dann zweimal war es schon relativ knapp. Einmal, glaube ich, Final Two oder Final Three Tables. Einmal 40er oder sowas. Beides in Six-Max. Gucken wir mal. Also ich werde halt alles spielen. Und jetzt nächste Woche sind sehr, sehr geile Turniere. Da freue ich mich auch richtig drauf. Auch 5K und 10K Six-Max. So Six-Max ist halt einfach wirklich um Welten, Welten besser als Full Ring. Das ist halt absolute Katastrophe. wenn man da um 11 Uhr morgens auftaucht und dann 10-Handed spielt, dann ist halt wirklich, ich spiele halt so im Schnitt, glaube ich, 2 Hände die Stunde oder so. Mit Handschaffeln und die Dealer, die dann am Tag 1 auch relativ langsam sind. Und ist klar. Wie schaut es mit Exoten aus? Willst du ein bisschen reinschnuppern oder Fokus auf No Limit Hold'em? Es ist ja recht schwierig gewesen, weil ich halt kein Hold'em-Turnier verpassen darf. Ich habe halt relativ große Wetten gegen andere Leute. Sieht auch ganz okay aus bisher, aber man darf halt kein Turnier verpassen. Mich juckt schon das 50K, muss ich sagen. Also das könnte ich mir schon... Das 8-Game. Ja, einfach wirklich mich vorher einen Tag hinsetzen und mir mal überall ein bisschen was reinhauen. Weil ich glaube, wirklich so die Leute, da sind so viele Leute drin. So viel werde ich da nicht verlieren. Also klar, ich werd Loser sein, aber für den Jux. Die nächste Frage schon ist, es geht in den Medien herum, dass du ganz viele Wetten laufen hast. Was für Wetten und mit wem und wie viel? Kannst du was dazu erzählen? Oder magst du was dazu erzählen? Ich habe mehrere Wetten. Also es gibt zwei verschiedene quasi Arten. Nummer eins ist, ich habe auf mich selbst gewettet gegen andere Leute. Ganz simpel, wer mehr casht. Und dann einfach festgelegt halt von $1,500 bis 10.000 ohne das Main Event. Und da liege ich, glaube ich, momentan bei allen Wetten vorne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe, glaube ich, mit 5 Leuten oder so dann habe ich halt gegen Jason Mercier Wasted Wette. Ich habe halt erst gegen ihn gewettet, dass er keins gewinnt. Dann hat er 2 Tage Spaß gemacht. Und dann habe ich vor der Series gegen ihn eine Wette. Er hat mir halt also er hat mir quasi eine Edge gegeben. Ich kann mir halt einen Spieler aussuchen. Und da habe ich Stevie genommen. Und da habe ich 100K gewettet. Also ich bin gegen ihn jetzt ein paar 100K down. Hört sich arg an. Und dann hatte ich noch eine Frage. Ah ja, genau, das war's. Gibst du eigentlich, wenn du ganzen Turniere spielst, gibst du eigentlich noch Prozente ab oder spielst du alles auf Own? Allein um mit der Varianz etc. Momentan spiele ich alles auf Own. Nice. Logisch. Sag mal, hast du eigentlich schon mal gehört, dass jemand die mit Stu Anger vergleicht? Also läuft im Moment so rum irgendwie, so New Stu Anger. Ja, jetzt ist ja wirklich, keine Ahnung, ich schalte mich da schon so ein bisschen raus, weil, nein, keine Ahnung, man gewinnt halt 3 40-Mann-Turniere, so ist halt ein super nicer Run und ich bin auch mega happy, aber so, keine Ahnung, es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht viel unwahrscheinlicher,
als ein EPT Main zu gewinnen. So. Nein, aber die Zahlen sind größer und keine Ahnung, also es ist schon, es wird ein bisschen zu viel gehypt, finde ich. So, es ist halt, sind halt Sitten groß quasi mit 30 Leuten oder so. Aber davor hast du den Super High Roller Bowl als Runner-Up abgeschlossen für schlappe 3 Millionen oder so. Ich bin super happy, aber ich finde einfach so diese, da jetzt irgendwie so ein, als ob ich jetzt, so, als ob mein Game jetzt so völlig anders wäre als vor einem Monat. Das ist halt nicht der Fall. Also, ich bin halt immer noch der gleiche Spieler. Wahrscheinlich vergleichsweise immer noch der gleiche wie vor ein paar Monaten sogar. Aber ist es nicht entgegen der Varianz, dass man dreimal hintereinander, auch wenn es nur ein Sit and Go mit 30 Spielern ist, aber dass man es dreimal hintereinander gewinnt und Highroller, das sind ja auch Leute dabei, die sie auch gewinnen wollen, die auch wissen, was sie tun. Ja, klar. Aber ich meine, es ist halt einfach die Sache, ich glaube, ich habe eine Edge, dementsprechend gewinne ich das häufiger als aber jetzt, so, es ist auch nicht un... Also es ist nicht der krasseste Run, den es jemals gegeben hat, so wie andere Leute das hinstellen. So. Also so Back-to-Back Main Event Final Tables, das ist meiner Meinung nach der krasseste Run, den es jemals. Also sowas ist halt, finde ich, das ist ja 100 bis 1000 Mal unwahrscheinlicher. Also ich meine, ich will das jetzt nicht runterreden, ja. Ich bin sehr stolz darauf und bin sehr, sehr happy, aber ich finde, dass die Relation da ein bisschen dass das ein bisschen übertrieben wird, so. Wie unwahrscheinlich das ist. Also es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht im Lotto gewinnen. Tangiert dir das? Macht dir das mehr Druck oder ist es dir oder eben so wie du sagst, du klingst die aus, lass dir das einfach an die abteilen? Ich finde es manchmal ganz amüsant, manchmal ist es nervig und ansonsten, keine Ahnung, ich finde es nicht schlimm. Also ich finde es ganz angenehm manchmal. Aber es kann natürlich auch manchmal nerven. Also so, ich weiß nicht, ich bin nicht so Hype-Guy. Aber es muss ja am Tisch ja auch was bringen, wenn ich mir denke, jetzt kommt die Nummer 1 an meinem Tisch, dann werde ich die Klappe halten wahrscheinlich und versuchen, keine Hand gegen ihn zu spielen. Ja, ihm wird schon geschrieben, ob jeder schon Mitleid hat mit den Menschen, die sich zu ihm am Tisch setzen. Das hat auf jeden Fall, das gefällt mir schon sehr gut. Also so diese Anerkennung halt von den Leuten, von denen ich sie mir auch, also so, wo es mir halt gefällt, so. Dass so, ne, von anderen Spielern oder von auch Spielern, wo ich denke, die gut sind, da ist es mir schon, das gibt schon ein sehr schönes Gefühl. Okay, Fido, wo wohnst du in Las Vegas? Hast du ein Hotel, wohnst du in Vidara? Ja. Vidara. Für die ganze Season. Genau, mir gefällt es ja einfach super. Kein Casino, überall. Ich spiele halt im Aria, in Bellagio und in Rio und da bin ich quasi mittendrin, großer Fan. Was machst du sonst außer Highroller gewinnen und WSOP grinden? Ab und zu mal essen. Jetzt gerade überdurchschnittlich viel feiern gewesen, war jetzt zweimal aus. Nichts Spektakuläres, ich würde gerne, also Leute würden sich wünschen, dass ich ein bisschen mehr Storys erzähle, aber ich glaube, so läuft das nicht. Ich bin schon wirklich hart im Grind, also da wird schon jeden Tag im Schnitt die 10 Stunden gespielt und dann ist auch einfach, ne, da fällt man ins Bett, steht morgens auf und geht's wieder weiter. Absolut. Friedrich, danke dir. Friedrich, vielen, vielen Dank. Ja, klar, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schlaf gut. Bis nach Österreich. Danke, ciao. Ciao.